Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schaut euch mal dieses Wetterchen an. Es ist wieder Winter und wir haben Mitte März. Aber das trifft sich gut, denn ich möchte heute den MG vortesten und zwar auf einer Winterreichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück. Das sind ja die 130 Kilometer bei Tempo 130. Ja, und diesmal hat das Wort Winter wirklich seine Berechtigung, wie ihr seht. Es ist kalt, wir haben es so um die 0 Grad, vielleicht ein bisschen über 0, weil die Sonne jetzt rausgekommen ist. Und wir fahren die Reichweitenstrecke und da muss der MG4 mal zeigen, was er drauf hat. Ich meine, das ist die Luxury-Variante, kostet ganze 36.000 Euro. Also quasi ein Elektroauto-Schnäppchen, voll ausgestattet, 64 Kilowattstunden Akku, soll 450 Kilometer weit kommen laut WLTP. Das testen wir heute natürlich aus, wird mega spannend, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, der MG4 in der Luxury-Ausstattung, in der ich jetzt hier sitze, der kostet, so wie er hier steht, also voll ausgestattet, auch mit dem silbergrauen Metallic Lack, das ist die einzige Aufpreisoption, die es im Prinzip gibt, kostet 37.100 und ein paar zerquetschte Euro. Ja, und da geht aber noch die Förderung runter. Also liegen wir hier summa summarum irgendwie so bei 31.000 für so ein vollwertiges Elektroauto mit 64 Kilowattstunden großem Akku. Hallo? Das ist irgendwie unfassbar, wenn man bedenkt, was die Konkurrenz kostet. Ja, Stichwort Vollausstattung. Der MG4 hat im Prinzip hier auch alles, was man sich vorstellen kann. Er hat natürlich die Assistenzsysteme. Er hat eine 360-Grad-Panoramakamera. Er hat natürlich Totwinkelassistent. Er hat Spurhalteassistent. Er hat adaptiver Tempomat. Hier leider kein Glasdach drin. Aber sonst, ich meine, der Platz hinten ist für zwei Erwachsene auch noch völlig okay. Wir haben, wie gesagt, Kofferraumvolumen von 363 Liter. Für zwei Personen völlig ausreichend. Bei mehr wird es dann schon ein bisschen knapp. Frunk haben wir leider nicht. Ich habe hier sogar Vehicle to Load. Das heißt, ich kann hier mit einem entsprechenden Adapter bis zu 2,2 Kilowatt aus dem Auto ziehen. Ja, und das alles im Preis inbegriffen. Ich meine, gut, den Adapter muss man kaufen. Kostet, glaube ich, 400 Euro. Aber sonst, ich meine, allein die 360-Grad-Kamera, da muss ich wieder länger drauf drücken. Genau, das Touchscreen ist manchmal ein bisschen unresponsive. Da muss man länger drauf drücken. Und hier ist noch induktive Ladeschale. Ja, und hier oben ist sogar ein Brillenfach, Leute. Ein Brillenfach. Kleines Detail, finde ich immer wieder geil. Teilweise Hartplastik, teilweise unterschäumt. Hier ist Klavierlack. Also, ich habe hier so gut wie nichts zu meckern. Das sieht alles sehr ordentlich aus. Ja, ihr wisst ja, kein E-Auto-Test ohne Hundetest bei mir. Der MG4 hat keine elektrische Heckklappe, aber er hat einen Kofferraum von 363 Liter Größe. Das sieht für Myla ein bisschen knapp aus, aber wir testen das aus. Myla, komm mal rein. So, Myla ist drin. Passt. Myla, mach mal Sitz. Ja, kopfmäßig könnte es eng werden. Wir probieren das mal aus. Und Klappe zu. Na, ist noch nicht ganz zu. So, jetzt. Ja, geht gerade so. Gucken wir uns mal von innen an, wie es aussieht. Na, Myla, sitzt du gut? Ja, es geht wirklich gerade so. Also für kurze Strecken oder mittlere Strecken geht es. Wenn sie sich hinlegt, sowieso. Aber im Sitzen gerade so eben mit dem Kopf. Für lange Strecken würde ich sagen, eher nicht so geeignet. Myla. So, Myla, hast du prima gemacht. Jetzt darfst du wieder raus. Ja, und wenn ihr euch jetzt für ein Elektroauto interessiert, wie zum Beispiel den MG4, dann wäre doch vielleicht ein E-Auto-Abo was für euch. Und da kann ich euch InstaDrive empfehlen, denn die haben im Abo-Preis alles enthalten. Versicherung, Wartung, Winterreifen etc. pp. Also alle Kosten sind im Abo-Preis enthalten. Den zahlt ihr monatlich für eine bestimmte Laufzeit, könnt ihr selber festlegen. Die Autos werden euch nach Hause geliefert. Es gibt auch momentan sehr viele Lagerfahrzeuge, die eine kurze Lieferzeit haben. Also unbedingt mal bei InstaDrive vorbeischauen. Und wenn ihr das über meinen Referral-Code bestellt, also ein Abo, dann bekommt ihr sogar noch 5000 Freikilometer geschenkt. Gut, aber was hält der MG4? Ist es wirklich das Auto mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis? Da bin ich mal gespannt. Und dazu gehört natürlich auch das Fahrverhalten, die Reichweite, die Software und natürlich auch noch ein paar andere Kriterien. Aber heute geht es mir hauptsächlich erstmal um Fahren und Reichweite und das auch noch auf der Autobahn im Winter. Wir haben es jetzt 3 Grad, es liegt hier überall Schnee, Autobahnen sind aber zum Glück frei. Jetzt geht's los auf die Strecke. Wir haben Trips zurückgesetzt, wir sind bei 90%, wie gesagt, 263 Kilometer Restreichweite und los geht's.
das Lenkrad hier ist so ein bisschen sechseckig. Da geht scheinbar irgendwie der Trend hin. Mir persönlich gefällt das leider optisch nicht. Ich mag es lieber rund. Und die Abstimmung vom Fahrwerk hier vom MG ist eher auf Komfort ausgelegt, kann man so sagen. Federt ein bisschen nach, eher weich. Auch die Gullideckel hier auf meiner Strecke nimmt er anstandslos. Ja, sehr schönes Fahren hier. Das haben sie gut abgestimmt. Passt eigentlich zum Auto. Ja, ich habe hier im Infotainment-System wirklich jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, auch für die Rekuperation natürlich. Ich habe das jetzt auf die stärkste gestellt. Ich kann sie auch auf adaptiv einstellen oder eben gering. Und wenn ich jetzt mal Gas wegnehme, ja, ich bin bei 90%. Da rekuperiert er nicht so stark. Er kommt auch nicht zum Stillstand und rollt ein bisschen weiter. Das ist nicht so, wie ich es mir wünschen würde, aber es ist auch Geschmackssache. Aber ich wünsche mir halt immer ein bisschen stärkere Rekuperation. One-Pedal-Driving ist hier wirklich nur mit sehr vorausschauendem Fahren möglich. Vielleicht wird es dann besser, wenn der Akkustand geringer ist. Das müssen wir mal gucken nachher. Ja, kein Motorgeräusch zu hören, kein Fahrgeräusch, kein künstliches im Innenraum zu hören. Ich weiß nicht, ob man draußen was hört. Es müsste eigentlich eins da sein, aber hier drinnen hört man es wie gesagt nicht. Sehr, sehr angenehm, genauso wie ich es mir vorstelle. Ja, auch so ein Ampelstart hier, das macht der MG4 echt cool. Er hat zwar nicht so wahnsinnig viel Leistung, es sind nur 150 kW, also 204 PS. Kommt damit aber in 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Das ist eine Sekunde schneller als der ID.5 zum Beispiel. Kein Wunder, der wiegt hier 1700 Kilo. Und damit ist er, glaube ich, 400 Kilo leichter als ein ID.5. Da ist natürlich eine Sekunde schnellere Beschleunigung absolut drin. Ja, doch, wenn man sehr vorausschauend fährt, jetzt ist hier eine rote Ampel und wenn man jetzt hier Gas wegnimmt, dann kann man schon sehr gut One-Pedal-Driving machen. Bis zum Stillstand muss man aber dann die Bremse drücken. Ja, der BMW hinter mir guckt fragend, wieso ich denn schon weg bin. Also absolut kein Thema hier mit dem MG4. So, jetzt geht's gleich auf die Autobahn. Wir haben es jetzt 2 Grad hier und es ist Winterlandschaft, aber es ist wahnsinnig sonnig, wunderbares Wetter heute. Straßen sind allerdings ziemlich nass, aber auf der Autobahn sollte 130 kein Thema sein. Da bin ich gespannt, wie sich der MG4 schlägt. Ja, wir haben hier Ganzjahresreifen drauf. Die sind leider ein bisschen laut, wie ich jetzt hier gerade feststelle. Muss mal gucken, was das überhaupt für eine Marke ist. Das schreibe ich euch hier unten hin. Also Geräuschkulisse bei Tempo 120 könnte leiser sein, muss ich sagen. Aber ich glaube, das meiste sind die Reifen. Ja, so einen richtigen aktiven Spurhalteassistent hat der MG4 leider nicht. Es ist im Prinzip nur ein Spurverlassenswarner. Er korrigiert auch ein bisschen, aber nicht so, dass man wirklich in der Spur bleibt. Das heißt, da muss man dann schon die Hände am Lenkrad behalten. Das ist schade, aber der adaptive Tempomat funktioniert gut. Und wie gesagt, Einstellungsmöglichkeiten hier noch und nöcher. Also bei Fahrzeug, da kann man wirklich ohne Ende Optionen einstellen. Für alles und jedes gibt es hier Schalter zum Ein- und Ausschalten. Da bleiben wirklich keine Wünsche offen, würde ich mal sagen. So, 120 vorbei. Jetzt können wir Gas geben, aber nur bis 130. Und der MG4 fährt überhaupt nur 160, dann ist er leider abgeregelt. Ja, heizungstechnisch hier bin ich momentan noch nicht so richtig zufrieden. Ich meine, Lüftung funktioniert, aber ich habe jetzt hier Temperatur auf 23 Grad eingestellt. Draußen ist es ja immerhin auch nur 2 Grad. Vorhin hatte ich 21 Grad eingestellt. Aber hier aus der Lüftung kommt nur kalte Luft. Also Wärme, Fehlanzeige. Weiß ich nicht, was da los ist. Die Heizung vielleicht gar nicht funktioniert hier in diesem Auto. Keine Ahnung. Also so richtig warm wird das hier jedenfalls nicht. Ja, jetzt sind wir 25 Kilometer unterwegs und haben 25,9 Kilowattstunden auf der Uhr und 80% noch im Akku. Das heißt, 25 Kilometer haben wir schon 10% verbraten. Würde bedeuten, dass wir dann, wenn wir das hochrechnen, 250 Kilometer weit kommen auf der Autobahn. Aber wir sind ja gerade erst angefangen. Noch ist nicht aller Tage Abend. Erfahrungsgemäß sinkt der Verbrauch im Laufe der Strecke.
Ja, obwohl ich die Heizung jetzt sogar auf Auto stehen habe, kommt da irgendwie keine Wärme raus. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe jetzt hier mal auf 24 Grad gestellt, aber Wärmefehlanzeige. Naja. Ja, es ist übrigens so, dass bei 130 es doch lauter ist als in anderen Elektroautos, wie man das so gewohnt ist. Da ist der MG4 offensichtlich nicht so gut gedämmt. Reifengeräusche, wie gesagt, sind da sehr dominant bei diesen Ganzjahresreifen, aber auch Windgeräusche hier von vorne, von den Spiegeln. Das hört man doch sehr deutlich und insgesamt ist bei 130 der Wagen doch lauter als die Konkurrenz. Ja, wenn man als Fahrer hier das Infotainment-System bedienen muss während der Fahrt, weil man irgendwie was einstellen möchte, sei es die Heizung, Temperatur, die übrigens immer noch nicht geht hier, also ich halte gleich mal an und ziehe mir die Jacke an, dann ist das alles ein bisschen hakelig. Das ganze Ding ist zwar sehr flüssig, also wenn er die Befehle annimmt, reagiert er sehr flüssig, aber er nimmt die Befehle nicht immer an, ne? Also man drückt drauf. Manchmal passiert was, manchmal aber auch nicht. Jetzt drücke ich zum Beispiel auf Fahrzeug und musste da zweimal drauf drücken. Beim ersten Mal hat er den Befehl nicht genommen, aber auch bei der Heizungssteuerung. Jetzt versuche ich hier oben mal das Gebläse auszuschalten. Ich drücke drauf und es geht leider nicht. Ich kann das oben einschalten, aber in der Mitte nicht ausschalten. Ja, da weiß ich nicht mehr warum. Unten kann ich es auch nicht ausschalten. Ja, das ist jetzt richtig doof. Jetzt kann ich es oben auch nicht mehr ausschalten. Ja, keine Ahnung, was hier los ist, warum das nicht geht. Ah, Leute, nach 55 Kilometer kommt endlich warme Luft hier aus der Heizung. Ich habe auch AC angeschaltet, also quasi Klimaanlage ein, so mal probehalber. Und jetzt kommt hier echt warme Luft raus. Vorher ohne Klimaanlage war nur eiskalte Luft und das, wo ich die Temperatur auf 29 Grad eingestellt habe. Also irgendwas ist da nicht ganz koscher, glaube ich. So, bei 57 Kilometer sind wir jetzt bei 25,7 Kilowattstunden und 67% Rest im Akku. Wir haben gleich hier den Wendepunkt erreicht und fahren von der Autobahn runter und dann geht es auf die Rücktour. Nach 64,8 Kilometer sind wir hier am Wendepunkt, haben 24,8 Kilowattstunden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, die mir hier angezeigt wird, liegt bei 49 km/h. Das kann ja nun überhaupt nicht sein. Die Berechnung ist mit Sicherheit falsch. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen bei der Anzeige. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 65% im Akku und 173 Kilometer Restreichweite. Das sieht doch ganz vielversprechend aus, auch wenn der Verbrauch doch relativ hoch ist. Und da jetzt die Heizung endlich läuft, habe jetzt wieder auf 22 Grad zurückgestellt, muss ich mir auch nicht eine Jacke anziehen. Das ist doch schon mal gut. Ja, und der MG4 hat sogar eine ganz gute Verkehrszeichenerkennung. Ich bin echt erstaunt. Also hier ist gerade Baustelle, Tempo 100. Erkennt er sofort, zeigt er an. Jetzt kommt 80. Was passiert? Jawohl, 80, sofort erkannt. Also das funktioniert auch hier top. Ja, und jetzt bei 80 Kilometer liegen wir immer noch bei 25,3. Also es bleibt irgendwie konstant über 25. Wir haben noch 145 Kilometer Restreichweite und 57% im Akku. Ja, Thema Sitzkomfort. Ich finde, die Sitze hier sind relativ gut. Nicht zu hart, nicht zu weich. Man kann hier gut sitzen. Seitenhalt ist okay, könnte für mich ein bisschen besser sein. Vom Gefühl her finde ich die Sitze angenehmer als zum Beispiel noch im ID.5. Da waren sie mir doch deutlich zu hart. So, wir sind jetzt bei 100 Kilometer, die wir gefahren haben. Und wir haben noch 49% im Akku, 116 Kilometer Restreichweite. Ja, und ein Durchschnittsverbrauch von 25,7 leider. So, wir sind bei 120 Kilometer Strecke und haben noch 41% Rest, 94 Kilometer und 25,4 Verbrauch. Verbrauch ist wirklich ein bisschen hoch, aber es ist halt auch kalt, 2 Grad und ihr habt das Wetter ja gesehen, immer wieder Gischt, feuchte Straßen und so. Aber trotzdem, ich finde den Verbrauch ein bisschen hoch, dadurch sinkt natürlich die Reichweite entsprechend gut, Tempo 130. Das ist natürlich für den MG4 vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht muss man das auf 120 senken, dann kommt man natürlich weiter. Aber so sind nun mal meine Testbedingungen.
Wir fahren jedenfalls gleich runter von der Autobahn und dann bin ich gespannt, mit welchem Endstand wir zu Hause ankommen. So, wir sind wieder angekommen und zwar nach 129,9 Kilometer laut Bordcomputer. Wir haben insgesamt einen Durchschnittsverbrauch von 24,6 jetzt gehabt und haben noch 38% im Akku und eine Restreichweite von 92 Kilometer, die hier angezeigt wird. Zusammengenommen wären das dann so 220 Kilometer, die man hier kommen würde, zumindest jetzt laut Bordcomputer. Ja, Stichwort Bordcomputer. Grundsätzlich muss ich sagen, das ganze System gefällt mir eigentlich doch recht gut. Es ist wirklich responsive. Ja, wenn er meinen Tastendruck auf dem Touchscreen wirklich annimmt. Also das passiert auch nicht immer. Ja, jetzt ist es natürlich Vorführeffekt, aber hier zum Beispiel die Home-Taste drücke ich jetzt dreimal drauf. Scrollen und so, das Ansprechverhalten ist alles wunderbar. Ja, ich drücke auf Fahrzeug und dann muss ich auch zweimal drauf drücken. Manchmal geht es wirklich instant, ja. Hier, Home-Taste wieder. Viermal draufdrücken und dann kommt erst was. Das ist nervig. Auch die ganze Sache mit der Klimatisierung. Ja, jetzt geht es gerade mal, ne? Aber ihr habt es vielleicht während der Fahrt gesehen. Ich konnte einfach während der Fahrt irgendwann die obere Belüftung nicht mehr ausschalten. Er hat einfach meinen Tastendruck nicht angenommen. Keine Ahnung, woran das liegt. Also so trocken sind meine Finger nicht. Ich habe es auch mit verschiedenen Fingern probiert. Und ich wiederhole mich vielleicht ein bisschen. Ich brauche eine Lesebrille und die Schrift hier auf dem Display ist mir teilweise viel zu klein. Ich kann sie ohne Lesebrille vom Fahrersitz aus einfach nur ganz schlecht erkennen. Das ist einfach so, dass das Display dafür zu klein ist für die Menge an Informationen, die da untergebracht wurde. Ja, so viel erstmal dazu. Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, den ich unbedingt testen möchte, nämlich die Ladeleistung. Und da soll der MG4 ja wirklich top sein, 135 kW. Wir haben jetzt noch 38% im Akku und die verfahre ich jetzt noch ein bisschen. Und dann gehen wir an Schnelllader und gucken mal, was er bei diesen Temperaturen jetzt so schafft an Ladeleistung. Ich bin gespannt. Ja Leute, wir sind hier mit 15% angekommen und laden jetzt an Ionity mit über 140 kW. 135 soll es eigentlich nur sein und wir sind schon bei fast 50% im Akku. Also da muss ich sagen, ich bin ein wenig sprachlos. Das finde ich richtig geil. Also der MG4 mit dem 64 Kilowattstunden großen Akku kann über 140 kW laden und der Akku ist ja nicht mal richtig heiß. Ich hatte ja noch eine kurze Pause zwischen der Ankunft von Bremerhaven und dem Start hier zum Laden. Da ist der Wagen auch noch mal wieder eine Stunde abgekühlt. Also das finde ich richtig genial und damit qualifiziert sich der MG4 natürlich auch richtig als gutes Reiseauto. Die Reichweite hier mit dem Verbrauch, den wir heute hatten, der lag zwar unter 25 Kilowattstunden, aber das war dann auch noch zum Schluss, wo wir ein bisschen durch die Stadt gegurkt sind. Auf der Autobahn selber hielt er sich immer über 25 Kilowattstunden. Das heißt, Tempo 130 Autobahn, da kommen wir vielleicht gerade mal so im Winter 220 Kilometer.
Im Sommer sind es sicherlich mehr, vielleicht sind es da 260 Kilometer, 270. Wenn man langsamer fährt, 120, 110, dann schafft man vielleicht auch an die 300, wohlgemerkt dann nicht bei so einer Kälte. Das ist aber im Prinzip nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist eben das schnelle Laden hier. Und das kann der MG4 ja nun richtig gut, so wie es aussieht. Da bin ich richtig beeindruckt. Trotzdem hat der MG4 natürlich auch Kritikpunkte und so ein bisschen entzaubern muss ich den Wagen heute leider schon. Es ist einfach nicht das Überauto, wovor alle anderen Hersteller Angst haben müssen. Klar, der Preis ist ziemlich niedrig, bekommt dafür auch ein sehr, sehr grundsolides Auto, hat natürlich auch ein paar Schwächen. Also zum Beispiel der Kofferraum ist natürlich relativ klein. Mit 363 Liter ist das nicht sehr üppig. Wir haben auch keinen Frunk, von daher muss das halt ausreichen. Das Infotainment-System ist typisch Chinese, sehr, sehr umfangreich. Also ich kann hier alles Mögliche einstellen. Die Ausstattung ist auch extrem gut. Wenn ich auch keinen aktiven Spurhalteassistent habe, sondern nur so einen Spurverlassenswarner, der einem so ein bisschen hilft beim Lenken. Das muss man wissen. Aber der Rest ist schon sehr, sehr ausgereift. Allerdings, die Software hier hat auch noch ihre Macken, abgesehen von der Sprachsteuerung. Die Steuerung funktioniert okay, würde ich mal sagen. Die Sprachansagen auf Deutsch hier von diesem System sind sehr, sehr holprig, um es mal positiv auszudrücken. Teilweise sind sie auch richtig amüsant. Das Touchscreen-Display ist aber tatsächlich für mich richtig so ein No-Go. Also dafür, dass ich das manchmal überhaupt nicht bedienen kann, weil es einfach nicht reagiert auf meine Tastendrücke. Ich finde, das geht einfach gar nicht. Auch heute bei der Fahrt, auch gerade jetzt hier beim Fahren zum Laden, dass die Heizung nicht funktioniert hat, das verstehe ich irgendwie nicht. Also wenn ihr MG4 fahrt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie bei euch die Heizung läuft, ob das alles reibungslos geht oder ob ihr auch Probleme mit der Heizung habt. Vielleicht ist das ja auch ein Problem nur dieses Autos, wer weiß das schon. Jedenfalls, das sind so Punkte, wo ich sage, ja, das würde mich schon stören. Auch die Ablesbarkeit mit der kleinen Schrift hier für mich als Lesebrillenträger, das stört mich auch ein bisschen. Großer Kritikpunkt ist hier natürlich, dass er überhaupt gar keine Ladeplanung hat. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Route eingebe, die außerhalb meiner Akkureichweite liegt, dann navigiert er da einfach hin und ich muss zusehen, wie ich unterwegs lade. Immerhin zeigt er auf jeden Fall Ladestationen an auf dem Navi. Das geht schon mal. Und er sagt einem auch, also wenn die Batterie bei 20% ist, dann schlägt er hier Alarm und sagt, dass man umgehend laden soll, was noch ein bisschen früh ist, finde ich, für das Wort umgehend. Aber er sagt dann, soll ich Ladestationen suchen? Dann kann man auf Ja drücken im Display und dann zeigt er einem entlang der Route, die man noch fährt, Ladestationen an. Auch sinnvoll, man kann sie auch filtern, größer 50 kW und so weiter. Sogar Ladenetze kann man einstellen. Das ist alles gut und dann kann man sich eine aussuchen, dann navigiert er dahin. Also es ist sowas Ähnliches wie eine Ladeplanung, nur dass man halt nicht im Voraus weiß, wo man anhalten soll. Aber sonst, der Innenraum ist Plastik. Aber er sieht nicht billig aus. Er sieht eigentlich deutlich besser aus als zum Beispiel im ID.3, muss man einfach mal so sagen. Jetzt verglichen mit einem Peugeot 208e oder Corsa e ist das hier mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar viel besser. Die Sitze sehen sehr schön aus, haben auch so Lederimitat mit so blauen Ziernähten und Stoff. Also das sieht auch sehr, sehr gefällig aus hier von innen. Auch die ganze Mittelkonsole, dieses offene, dieses luftige, sieht sehr gefällig aus. Mich persönlich stört hier so ein bisschen die harte Kante, weil ich dann beim Fahren hier immer das Knie dagegen lehne. Und das ist doch relativ hart auf Dauer. Da drückt man sich dann so ein bisschen irgendwie die Blutzufuhr ab im Bein. Ja, summa summarum muss man sagen, das Gesamtpaket vom MG4 ist im Prinzip aktuell wirklich unschlagbar. Also für mich ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis tatsächlich das beste Elektroauto, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Es ist mit Sicherheit nicht das beste Elektroauto in anderen Kriterien. Und diese Kriterien, die müsst ihr euch natürlich fragen. Was wollt ihr von so einem Auto? Braucht ihr ein einigermaßen gut ausgestattetes Auto, um von A nach B zu kommen? Und wollt ihr dabei elektrisch fahren? Dann solltet ihr euch unbedingt mal den MG4 angucken. Optisch ist es natürlich auch Geschmackssache. Gefällt euch das Design, ja oder nein? Ich finde einige Sachen richtig schick, andere Sachen gefallen mir nicht so. Aber wie gesagt, da hat jeder seinen eigenen Geschmack und ihr müsst euch da selber ein Urteil bilden. Ja, und überhaupt interessiert mich, wenn ihr den MG4 selber schon fahrt, wie eure Langzeiterfahrungen mit dem Auto sind. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Also die Leute, die sich für dieses Auto interessieren, die wollen das mit Sicherheit auch wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.